ganz wichtige Frage. Und zwar, als ich die App entwickelt habe, habe ich mich gefragt, wie informieren sich Menschen heutzutage? Und das ist eben ganz oft so in so Leerlaufzeiten, wenn sie morgens den Kaffee trinken, wenn sie in der S-Bahn sitzen, wenn sie abends auf der Couch sitzen. Und dort, das ist natürlich nur ein kleines Zeitfenster, ist es ganz wichtig, kurze Informationen anzubieten. Und in Bezug auf Ärzte sind es natürlich kurze medizinische Informationen. Und das macht die App einzigartig. Weiterhin gibt es zum ersten Mal eine Chat-Funktion. Das heißt, wenn ein Arzt einen Artikel liest und eine Frage hat, kann er mit einem Klick einen Außendienstmitarbeiter oder jemand anderen, der hinterlegt wurde, von der Firma erreichen. Das heißt, hier kann zum ersten Mal der Arzt in ganz, ganz kurzer Zeit und ganz einfach auf den Außendienstmitarbeiter zukommen und sagen, ruf mich mal an, schick mir doch nochmal die Studie oder kannst du mir das nochmal näher erläutern, ich habe da einen Patienten. Ist für alle Pharmaunternehmen und alle Medizintechnikunternehmen, sowohl für verschreibungspflichtige Produkte wie auch für OTC-Produkte. Das heißt, hat ein Unternehmen einen Außendienst, hat es die Möglichkeit, diesen einzupflegen und wirklich mit einem Klick als direkter Ansprechpartner in den Dialog mit den Ärzten, also mit dem passenden Arzt, zu treten. Hat ein Unternehmen vielleicht keinen Außendienst für dieses Produkt, kann es trotzdem diese App benutzen, weil es natürlich möglich ist, dann Reichweite und Sichtbarkeit zu erlangen. Das Zweite ist, es ist für jeden Produktzyklus, das heißt Pre-Launch, da können Sie gerne einen Wirkstoffnamen nennen und Ihr Unternehmen, und natürlich für jeden Produktzyklus nach dem Launch, wenn zum Beispiel Mitbewerber kommen. Und das ganz Besondere ist, jedes Unternehmen entscheidet selbst, wann wird etwas gepostet, welche Informationen sind für welche Fachgruppe an Ärzten wichtig. Ich habe die App entwickelt, weil ich gemerkt habe in den letzten Jahren, gerade während der Pandemie, aber auch danach, dass der Informationsfluss zwischen Ärzten, Außendienstmitarbeitern und auch sonst sehr schwierig geworden ist. Und zwar gibt es zu viele Informationen, wirklich ja wichtige medizinische Informationen an zu vielen Orten in ja, wesentlich zu langer Lesedauer. Und der Außendienst ist ja weniger gut oder gar nicht während der Pandemie zum Arzt gekommen und auch nach der Pandemie. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Fachgruppen an, sind ja viele Ärzte eben auch entsprechend seltener oder gar nicht zu erreichen. Was bedeutet das? Das heißt, dass natürlich der Informationsfluss nicht mehr so gegeben ist und am Ende die Patienten die Leidtragenden sind. Das heißt, wenn ein Arzt nicht weiß, dass ein Präparat zum Beispiel jetzt auch für Schwangere oder für Kinder zugelassen ist, dann kann es das ja auch nicht verschreiben. Und das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, hier diesen Informationsfluss wieder herzustellen, zu unterstützen und zu optimieren. Und wenn man sich anschaut, wie kann das denn passieren? Dann sind das eben kurze medizinische Informationen und keine Werbung, die einfach auf den Punkt sind, wo Ärzte alles in einer App finden. Also wirklich auch zum Wohle der Patienten.